Jenseits des Blaus. Die internationale Raumstation ist die größte Einzelstruktur, die Menschen jemals ins All gebracht haben. Er umkreist die Erde und umkreist alle 90 Minuten mit enormer Geschwindigkeit die Erde. Wenn Sie wissen, wann und wo Sie suchen müssen, ist er von der Erde aus gut sichtbar, erscheint als leuchtender, sich bewegender Lichtpunkt und konkurriert in seiner Helligkeit mit dem strahlenden Planeten Venus. Als multinationales Programm, das als Heimat von Astronauten und Kosmonauten dient, hat die ISS es ermöglicht, Menschen weiter als je zuvor in den Weltraum zu schicken. Im Wesentlichen hat es den Menschen einen dauerhaften Aufenthaltsort im Weltraum verschafft, was früher nur reine Science-Fiction war. Wie die meisten Weltraumprogramme ist die ISS ein Beweis dafür, wie weit wir bei der Suche nach Wissen gehen werden. Die Raumstation ermöglicht es den Menschen, dauerhaft im Weltraum präsent zu sein. Seit der Ankunft der ersten Besatzung leben jeden Tag Menschen im Weltraum. Die Labors der Station ermöglichen es den Besatzungsmitgliedern, Forschungen durchzuführen, die nirgendwo sonst möglich wären. Die NASA wird die auf der ISS gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um sich auf bemannte Missionen vorzubereiten, die weiter in den Weltraum reichen als je zuvor. Wie bei der Erkundung eines unbekannten Terrains oder Raums gibt es zwangsläufig Begegnungen mit dem Unbekannten. Und jetzt könnte die ISS auch der Ort sein, der uns endlich Antworten auf die uralte Frage "Sind wir allein?" geliefert hat. Die Antwort ist ein schwaches, aber erschreckendes Nein. Im Laufe der Jahre hat uns die ISS neben der Jagd nach Wissen auch auf bizarre, unerklärliche Vorkommnisse von Flugobjekten nichtmenschlichen Ursprungs im Weltraum aufmerksam gemacht. Der jüngste derartige Vorfall ist einer, der einen Videobeweis eines unheimlichen Schiffes liefert, das über der ISS schwebt. Und gerade als das Schiff an die Station andocken will, wird die Videoübertragung unterbrochen. Der Live-Video-Feed der Internationalen Raumstation ermöglicht es Weltraumenthusiasten, die Erde und den Weltraum über Kameras zu sehen, die unter der umlaufenden Struktur angebracht sind. Bei mehreren Gelegenheiten wurden Objekte gesichtet, bei denen UFO-Enthusiasten behaupteten, sie seien außerirdische Besucher. Bei diesen Besuchern handelt es sich fast immer um etwas viel Alltägliches, wie zum Beispiel Weltraumschrott. Aber dieser Vorfall war anders. Mehrere Male hat die NASA anscheinend den Live-Video-Feed abgetrennt. Das ist nicht verdächtig, da dies auf eine Reihe technischer Gründe zurückzuführen sein könnte. Nur dass dieses Mal der Feed nur Sekunden geschnitten wurde, nachdem das seltsame Objekt in das Sichtfeld der Kamera kam. Dies erweckte nicht nur Misstrauen unter bereits misstrauischen UFO-Jägern und Enthusiasten, sondern ließ viele auch fragen, ob die NASA tatsächlich etwas zu verbergen hat. Der Alienjäger Tyler Glockner hat erklärt, dass die NASA das seit Jahren tut, und dies ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Er fuhr fort, dass die Leute, die den Feed überwachen, manchmal einfach nicht schnell genug seien, und bei mehreren Gelegenheiten seien UFOs schon seit geraumer Zeit sichtbar, bevor der Bildschirm blau wird und der Feed unterbrochen wird. Dieses Filmmaterial schien zu zeigen, wie die NASA den Live-Feed abschnitt, als ein seltsames gelbes Raumschiff an die Raumstation angedockt zu sein schien. Aber bei dieser besonderen Gelegenheit wurde das Filmmaterial 2 Minuten lang stehen gelassen, bevor der blaue Bildschirm seinen Platz einnahm. Und das ist nicht der einzige seltsame Vorfall. Im April 2016 sah sich der 20-jährige Jaden Beson aus Worcestershire, England, den Live-Feed der Internationalen Raumstation auf seinem Mobiltelefon an, als er plötzlich ungläubig auf den Bildschirm starrte. Etwas schien sich von der Raumstation wegzubewegen. Beson behauptet, er habe etwas entdeckt, das wie ein Metallraumschiff aussah. Das Objekt war ganze 2 Minuten lang sichtbar und hatte ein blaues Leuchten, das von seiner glänzenden Oberfläche ausging. Beson machte schnell einen Screenshot des Filmmaterials, das er dann direkt an die NASA schickte, in der Hoffnung auf eine Erklärung dessen, was er sah. Bis heute wartet er noch auf eine Antwort. In den meisten Fällen wie diesen handelt es sich bei den Objekten um Weltraumschrott, von dem jede Menge die Erde umkreisen. Aber es reichte aus, um die Leute dazu zu bringen, die Glaubwürdigkeit der NASA und das Fehlen einer sofortigen Reaktion in Frage zu stellen. Der STS-114 Boomerang ist ein weiterer bizarrer Vorfall und gilt als einer der größten Beweise für fortgeschrittene Außerirdische. Die Mission STS-114 auf der Raumfähre Discovery war die erste Mission dieser Art seit der Columbia-Katastrophe 2,5 Jahre zuvor im Jahr 2003. Seit diesem tragischen Ereignis hat die NASA die ohnehin strengen Sicherheitsverfahren merklich verbessert. Aus diesem Grund wurde es fast sofort bemerkt, als sich beim Start von Discovery ein Stück Schaumstoff abzulösen schien.
Die Mission von Discovery bestand darin, an der ISS andocken und die bereits an Bord befindliche Besatzung zu versorgen. Zuvor führte Commander Aileen Collins ein Manöver durch, bei dem das Shuttle umgedreht und seine Untersitte freigelegt wurde, damit Fotos von der Raumstation gemacht werden konnten, um nach Schäden zu suchen. Als die Bilder untersucht wurden, wurde der Schaden bestätigt, was den Astronauten Steve Robinson veranlasste, sich in den Weltraum zu wagen, um Reparaturen durchzuführen. Nach Robinsons Reparaturen des Shuttles wurde ein seltsames Objekt von einer NASA-Kamera eingefangen. Das Objekt erschien vor dem schwarzen Hintergrund des Weltraums völlig weiß. Es flog in einiger Entfernung am Shuttle vorbei und schien dann kurz anzuhalten, bevor es seine Richtung änderte. Diese eigentümliche Bewegung führte dazu, dass das Objekt den Spitznamen der Boomerang erhielt. Nach der Untersuchung des Filmmaterials erklärte die NASA, das Objekt sei irgendwelche Vermutungen. Ja, Weltraumschritt. Die abrupte Richtungsänderung des Objekts war jedoch ein Beweis dafür, dass es intelligent geführt wurde. Im August 2006 war die Raumfähre Atlantis auf dem Weg zur Internationalen Raumstation. Unterwegs schien es bald von einem seltsamen Satz dreieckiger Lichter überwacht oder verfolgt zu werden. Die NASA leitete sofort eine Untersuchung ein, um den Ursprung dieser Lichter zu verstehen. Sie schienen knapp 30 Sekunden nach dem Start in Sicht gekommen zu sein. Die NASA erklärte schließlich, dass es zwar ungewöhnlich sei, diese Art von Trümmern nach dem Start zu sehen, aber sicherlich nicht unmöglich. Ob die Lichter zu einem Fahrzeug gehörten oder ob es sich um einzelne Objekte handelte, wurde nicht angegeben. Der Kommandant von Atlantis, Brent Yett, erklärte später, dass die Objekte nicht wie etwas aussahen, was er zuvor außerhalb des Shuttles gesehen hatte, und anders als der Weltraumschritt waren, den er erwarten würde. Und sie wirkten definitiv nicht irdisch. Die NASA nutzt die Raumstation, um mehr über das Leben und Arbeiten im Weltraum zu erfahren. Es könnte uns helfen, viel mehr zu entdecken, als wir bisher dachten, aber was weiß ich. Orbit. Jenseits des Blaus.